Und noch ein Ausflug direkt hinterher. In Ennepetal in der Kluthathöhle ist es ja immer schön. Dort finden unter anderem auch Lungenkranke gute Luft. Schulklassen lernen den Unterschied zwischen Stalagmiten und Stalaktiten. Höhlenforscher sind sowieso begeistert. Umso mehr, weil jetzt bei Säuberungsarbeiten ganz besondere Funde gemacht wurden. Stefan Vogt kann es kaum erwarten, wieder reinzugehen, obwohl er die Kluthathöhle in Ennepetal wie kein zweiter kennt. Vorbereitungen für den zweistündigen Abstieg. Der Höhlenforscher hat schon viel erlebt, aber was er in den letzten 4 Monaten hier entdeckte, lässt sein Herz höher schlagen. Das ist ja eigentlich das Schöne an der Höhlenforschung, dass man immer wieder was Neues findet, sogar in Höhlen, die total lange bekannt sind wie die Kluthat. Bei den Sanierungsarbeiten haben wir die Wände sauber gemacht und haben dabei ein zauberhaftes Relief gefunden eines Korallenriffs, so wie es europaweit, vielleicht sogar weltweit nicht ein zweites Mal gibt. Und das ist wirklich sensationell. Es geht 400 Meter tief in den Berg. Im vorderen Teil der Höhle sind die Wände noch voller Lehm. Nach 15 Minuten dann der gereinigte Teil. LEDs sorgen für das richtige Ambiente. Die Decken und Wände geben Korallen und Muscheln frei. 360 Millionen Jahre alt. Damals herrschten Temperaturen von 26 Grad, tropische Verhältnisse in Ennepetal. Die Lage der Höhle ist für die Forscher ein Glücksfall. Dieser Gang hieß ja schon immer Korallenstraße, weil man diese Korallen auch schon mal so gesehen hat. Aber so wie es jetzt ist, hat man das noch nie gesehen. Und das ist wirklich so, dadurch, dass hier kein Fluss durchgeflossen ist durch diese Höhle, sind wirklich die feinsten Strukturen wirklich herauspräpariert. Wenn man hier diese Stromatopore sieht, das ist wirklich jede Lage, kann man wirklich sehen. Teilweise stehen die Korallen auch erhaben in den Raum raus. Und man sieht das also wirklich, dass hier auf 100, 200 Meter Länge man wirklich heute noch durch ein versteinertes Korallenriff laufen kann, das vor 360 Millionen Jahren gelebt hat. Und das ist einfach sensationell. Eine dicke Lehmschicht bedeckte die gut erhaltenen Fossilien. Helfer und Ehrenamtliche um Stefan Vogt haben Stück für Stück die versteinerten Kleinode freigelegt. Jetzt interessiert sich die Wissenschaft für den Fund. Die Erde erzählt ihre Geschichte und zwar so gut, dass die Universität in Bochum hier Studien zur Paläoökologie machen will. Also wie waren damals die Lebensverhältnisse? Wie hat es damals ausgesehen? Auch die verschiedenen Gesteinsarten sind jetzt besser zu erkennen. In 40 Jahren Schauhöhle ist hier so manche Bausünde entstanden, die jetzt wieder rückgängig gemacht wurde, wie diesen Bach freizulegen. Darauf ist Stefan Vogt besonders stolz. Und der war halt in diesem Bereich komplett verrohrt mit Tonrohren. Im Zuge dieser Sanierungsmaßnahmen haben wir jetzt praktisch hier die ganze Verrohrung rausgerissen, alles zum Eingang transportiert und der Bach kann jetzt wieder frei fließen. Das macht doch richtig Spaß, sowas zu sehen, oder? Auf jeden Fall, weil man kann der Natur wieder ein Stück zurückgeben. Seit 36 Jahren engagiert sich Stefan Vogt für den Schutz von Höhlen. Seine Heimathöhle, die Kluthat, liegt ihm ganz besonders am Herzen. Wenn man ein Projekt anfasst ohne Leidenschaft, dann wird man das am Ende sehen. Egal in welcher Sache, ob für den Naturschutz, in der Höhle. Wenn die Leidenschaft fehlt, ist es nur mit dem halben Arsch gemacht. Ab Samstag können Besucher die Korallenstraße bestaunen, die neue Attraktion in Ennepetal.